In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz wird wieder über den Lockdown diskutiert. Jetzt stehe ich wieder bei Dr. Zinn. Was halten Sie denn davon? Der Lockdown soll verschärft werden, aber Schulen sollen mit aller Macht offen bleiben. Ja, wir müssen tatsächlich schauen, dass wir die Schulen offen lassen. Die Kinder leiden, glaube ich, mit am meisten unter den Lockdown-Maßnahmen beziehungsweise unter der Pandemie. Andererseits haben wir sehr, sehr gute Konzepte schon in den ersten beiden Lockdowns erprobt. Jetzt fehlt noch das Testkonzept, aber ich glaube schon, nach den Osterferien, gerade diese zweiwöchige Ruhe hilft auch ein bisschen, das Infektionsgeschehen zu beruhigen, sollten wir die Schulen wieder aufmachen. Wie weit ist denn die Forschung mit den Kindern und dem Infektionsgeschehen? Was haben die dann für Auswirkungen? Also wir haben sehr, sehr viele Studien und wissen eigentlich, dass die Kinder nicht die Treiber der Infektionen sind. Auch gute Studien aus Deutschland, jetzt sind gerade wieder Zahlen aus Frankfurt herausgekommen. Was ein bisschen neu für uns ist, ist die neue britische Variante, die doch bei Kindern, gerade wenn keine Masken getragen werden, mehr Infektionen macht. Aber auch da muss man gucken nach Frankreich oder auch nach Spanien. Die haben hohe Variantenzahlen, Mutantenzahlen und haben trotzdem es geschafft, die Schulen offen zu haben. Also ich glaube, dieses Kunststück sollte uns auch gelingen. Die Impfung der Kinder dauert ja noch ein bisschen. Es wird ja jetzt stark daran geforscht, dass es jetzt auch bald dann auch losgehen kann. Wie kriegen wir es denn jetzt trotzdem an Schulen hin, dass wir lange durchhalten? Also wichtig sind die Hygienekonzepte, die wirklich gut funktionieren müssen. Und da haben wir viel Erfahrung. Es müssen Testkonzepte zusätzlich hin. Und die Lehrer sind praktisch schon in der Impfpriorisierung nach oben gerutscht. Und ich rate zu ein bisschen mehr Gelassenheit, weil das Gute ist, dass die Kinder praktisch nicht von der schweren Infektion betroffen sind. Und wenn man das mal abwiegt, eine ganze Generation, ein ganzes Jahr eingesperrt zu haben, da müssen wir einfach vorwärts kommen. Und ich glaube, die Menge macht's mit ein bisschen Gelassenheit. Vielen Dank für das informative Gespräch, Dr. Zinn.